Tomb Raider 2013. Eine bessere Bewegung haben wir jetzt im Spiel. Es ist dynamischer, Gott sei Dank. Sonst macht das ja alles auch gar keinen Spaß. So, wir sind voll. Was ist denn das? Bergungsgut. Das ist wichtig. Bergungsgut ist immer wichtig, Freunde. Wenn ihr das spielt, sammelt das Bergungsgut. Ihr braucht es. Ihr werdet es brauchen. Das gute alte Bergungsgut. So, kann man hier auch vielleicht Kisten zerschrotten oder so? Jetzt laggt es schon wieder. Es ist zum Würgen, Freunde. Das Problem ist einfach auch ganz klar, dass Fraps sich hier in den Weg stellt und einfach der Meinung ist, es müsse mehr Ressourcen verbrauchen, als wir wirklich haben. So, aber egal, wir müssen... Ach, guck mal, ein neues Lager entdeckt. Das ist schon mal gut, aber bevor wir das neue Lager ausnutzen werden, werden wir mal gucken, was passiert, wenn ich da diese Lampe kaputt schieße. Denn die ist sowas von verdächtig. Es tut mir leid. Die ist sowas von verdächtig. Aha. Sehr schön. Sehr schön. Einfach nur Lampen abschießen und man kriegt Erfahrungspunkte. Ach, das geht also auch kaputt. Aha. Die sind aber sehr unfunktional. Okay, so, wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal wieder Pfeile eingesammelt. Wir sind hier irgendwie unterwegs. Ich habe ein paar Sachen gefunden, was auch relativ gut ist. Und ich habe dafür gesorgt, dass das Spiel ein bisschen heller ist. Ja, dafür habe ich auch noch gesorgt. Kann man auch in diese Lampe schießen, ehrlich gesagt. Frage ist ja noch. Oh. Ich höre was. Messias? Weiß nicht. Wer ist denn noch ein Mädchen für das Ritual? Heute Abend wissen wir nichts. Brauch Hilfe! Komm her, Muschi. Komm her. Öcalan. Komm her. Da bist du. So, komm mal. Ich sehe kein Mädchen, ich bin eins. Hallo. Hallo, du bist aber... Hallo, du lebst aber lange. Gut, ich weiß nicht, wo der Macker ist, ehrlich gesagt. So. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Da. Da kommt einer. Wo ist der denn? Hallo? Wieso kannst du mich sehen und ich dich nicht? So. Du bist tot. Hey, die sind alle tot. Okay. Wenn die Musik aufhört, hat das ja eigentlich zu heißen, bis die alle tot sind. Plündern. So, ich gehe jetzt erstmal auf fröhliche Plündertour. Hi. Plündern ist lustig. Plündern ist so toll. Mit Plündern macht das Baden Spaß. Ja, Plündern ist lustig. So, wir haben wieder ein bisschen Leichen gesplattert, so wie sich das in diesem Spiel ja wohl anscheinend gehört. Kann man da nicht irgendwie rauf oder so, Fragezeichen? Das würde mich jetzt mal ernsthaft interessieren. Egal. So, ich glaube, man kommt da schon irgendwie rauf. Denn, weiß nicht, ich hätte da voll Bock drauf. Ich hätte da voll Bock drauf, Freunde. Aha. Da ist was Kaputtes. Also das ist bestimmt so eine Laternenaufgabe, wisst ihr? Oder? Ah, ah. Oder? Was ist denn das für eine Kiste? Okay, wollen wir die aufmachen?
Wollen wir die machen? Auf, Freunde! Wollen wir gucken, was ist in dieser Kiste? Bergungsgut. Okay, Bergungsgut können wir immer gebrauchen, Freunde. Denn aus Bergungsgut bauen wir uns neue Sachen. Achso, ach nee, da sind wir rausgekommen. Da oben ist nichts mehr. Ja, hätte sein können, ne? Also man muss ja immer ein bisschen die Augen aufhalten und gucken, ob man eventuell in diesem ganzen Schrott doch noch ein bisschen was findet. Würde ich natürlich geil finden, immer noch ein bisschen was in dem Schrott hier zu finden. Aber es ist ja nicht immer gegeben. So. Diese scheiß Gelecke. Das ist grausam, Freunde. Wo geht's denn weiter? Ihr zwei, sucht da drüben! Okay. Ach, da. Hä? Glaslaternen schießen, Glaslaternen, bla bla bla. Wo sind die Glaslaterne? Achso, wir müssen da wieder raus, wa? Ja. Wo ist diese Kacklaterne? Da! Ah, okay. Und Butcher ist nach Butcher. Lara guckt so, als wenn sie gekifft hätte, Freunde. Wo ist denn der Macker? Der geht da oben. Lautloser Kill. Lautlos in der Nähe des Feindes Y. Das gefällt mir. Nein, überhaupt nicht. Wir sterben, Kollege. Cool, Freunde. Cool, cool, cool. Gut, gut. Oh, ich bin wieder runtergefallen. Das ist nicht lustig. Hallo? Hallo? Bug? Das nenne ich aber mal Bug. Das war ja wohl mal ein totaler Bug. Dass sie da wirklich nicht raufklettern kann, oder? Dass sie da nicht raufklettern kann, das ist für mich definitiv ein Käfer. Und ja, finde ich jetzt nicht besonders witzig, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, warum sie, sucht da drüben. Okay. Warum sie das jetzt nicht kann. Egal. Wir dürfen jetzt wieder jemanden lautlos eliminieren. Freue mich. So, dann machen wir dich mal gleich zu Wurst. So, du bist jetzt eine Wurst. Wo ist Hans? Wo ist? Ach, halt's Maul. So, jetzt bist du dran, Johnny. Das war auch... War das nicht eindeutig ein Genickbruch, Freunde? So, da wollte ich hoch. Da kam ich gerade nicht hoch, ehrlich gesagt. Da passiert ja immer das Gleiche. Das möge einer verstehen. Sind wir da jetzt? Oh, nee. Moment. Moment. Das Feuer breitet sich aus. Hä? Ja, das ist leider so, wenn etwas Technisches mal wieder nicht so ganz funktioniert.
Ah, eine Laterne. Und ach oh, wir sind. Ich dachte, wir dürfen da einfach weiterlaufen. Okay, das ist natürlich. Das ist natürlich Pech. Das ist natürlich Pech. So. Okay. Mein Gott, das gehört dazu. Oh nö. Wieder bei dem vor dem Bug. Warum müssen wir denn jetzt wieder vor dem Bug starten, verdammt? Das macht's nicht einfach, Freunde. Weil der Bug ist echt scheuselig. So, tot. Ja, aber ich finde das ungerecht. Hallo. Ich finde das ungerecht, dass das da bei diesem scheiß Bug wieder starten muss. Na, also das finde ich jetzt ein bisschen kacke, ehrlich gesagt. Na? Weil sie da ja wieder runter... Ah, geh weiter einfach. Ach, jetzt gibt's da was. Hallo, ist das gut? Lass mich jetzt in Ruhe. So. Und ready to go hier, ey. So, die können mich mal am Hintern schlabbern, die Typen. Verdammt nochmal. War da noch was? War da noch was? Die können mich mal wirklich am Hintern schlabbern, die Blödköpfe da. So. Da ist auch was. Da leuchtet eine Laterne. Da leuchtet ein Laternchen, Laterne. Sonne, Mond und Sterne. Gut. Das war's mit den Laternen anscheinend. Okay, haben wir einen übersehen. Das ist völlig Latte. Und wir gehen weiter. Ich weiß nicht, was alles noch hier auf uns zukommen mag, Freunde. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt, was wir gerade gemacht haben, richtig war. Und wir nicht wieder alles von vorne machen dürfen, denn das würde ich persönlich jetzt sehr schicksalhaft finden. Ich schaffe das. Ja. Ich auch. Ich schaffe das auch, Freunde. Oh, da sind ja Steine gekommen. Das ist ja gar nicht witzig. Das ist ja gar nicht witzig, Leute. Da sind Steine gewesen. Das ist man gar nicht lustig. Nee. Das ist ja man gar nicht lustig. Aber wisst ihr was? Lara sieht in diesem Spiel einfach besser aus. Das muss man hier wirklich loswerden. In den anderen Spielen sieht sie mir zu unecht aus. Und aber auch hier die Verletzungen, die sie hat und so weiter. Die sind hier einfach viel, viel, viel dynamischer. Sie sieht hier echt verletzt aus. Bei den älteren Teilen ist sie nie verletzt. Nein, sie verbraucht nur Lebensenergie. Ja, das unter anderem. Was soll das? Oh. Ich komme, Roth. Oh, Roth. Mit Gott hatte das hier nichts zu tun. Schön, dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel und auch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Och, Mann. Was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsbooster. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kai. Bitte.
verdammter Mistkerl. Das wüsste ich auch. Das Rudel ist irgendwo da oben. Ja, was machen wir denn jetzt bloß? Das wüsste ich auch gerne mal. Und was ich an dieser Stelle definitiv sagen darf, ist, wir können mal gucken, was wir mit unserem... Bei Albträumen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier... gibt es kein Aufwachen. Was bedeutet, dass ich wirklich hier bin? Dass alles wirklich tue? Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Schnelle Reise. Okay. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Dann wollen wir mal gucken, was wir mit den Sachen machen können. Also wir haben jetzt Bergungsgut, aber ich finde, wichtiger ist 0,5 gemeistert. Wollen wir mal kurz gucken, was brauchen wir denn da? Okay, dafür brauchen wir auf jeden Fall schon mal viel zu viel. Da können wir schon mal gar nichts machen. Belüfteter Schlitten. Das können wir noch gar nicht und das ist Schnellfeuermodus. Gut, Schnellfeuermodus ist bestimmt noch nicht ganz so wichtig. Dann würde ich sagen, gucken wir mal lieber in Richtung unseres Bogens, was wir mit unserem Bogen machen können. Was haben wir denn da? Die Axt können wir noch verstärken. Können wir nicht mehr, die schon auf 100%. Aber wir können eventuell noch was an unserem Bogen tun. Und verstärkte Wurfarme. Gewinkelte Sehne. Verstärkte. Okay. Meistern wir es einfach mal. So. Wunderbar. Neues Upgrade durchgeführt. So, Freunde. Schön, dass wir das auch getan haben. Das sollte natürlich auch mal sein. Und wie gesagt, immer schön darauf achten, dass man auch wunderbar wie soll ich das jetzt mal sagen? Die Leiche fleddert. So. Ein bisschen lecken tut das wieder, was mich sehr, sehr, sehr stark verärgert. Aber na gut, da müssen wir durch. An einigen Stellen ist es dann einfach eben mal so. Und wir sehen uns dann im nächsten Videopart wieder, wenn es heißt Let's Play Tomb Raider 2013. Aber bevor wir das tun, will ich erstmal gucken, was wir dafür kriegen, wenn wir da vorne rumzündeln. So, ich will zündeln. Da habe ich Bock drauf. Ist die Fackel an? Nö. Hallo, ich hab doch X gedrückt. Achso. So, unsere Fackel ist bereits wieder an. Und ich will mal sehen, was wir kriegen, wenn wir da vorne so ein bisschen rumzündeln. Vielleicht bekommen wir da ja was für oder wie auch immer. Wäre uns mal zu wünschen, denn wir brauchen auf jeden Fall noch ordentliche Bewaffnung. Und das war jetzt nicht so gut. Okay, das war okay. Wir sind da rausgekommen. Das ist die Hauptsache. Und was man hier so macht, gutes Frages, nächstes Frages. Ich zünde diesen Krug hier an und was passiert dann? Er brennt. Das ist schön. Aber wir kommen da nicht ran. Also haben wir hier eine kleine Aufgabe vor. Ja, das scheint mir so, als hätten wir hier eine Aufgabe. Ah, das ist gerade was. Ach so.
dafür haben wir, glaube ich, noch nicht das Spielzeug. Kann das sein? Das Spielzeug besitzen wir noch nicht. Nein, das Spielzeug besitzen wir noch nicht, um hier ein bisschen Ärger zu machen. Okay, wie dem auch sei, vielleicht finden wir das noch, vielleicht werden wir bald fündig und werden bald mit diesem gewissen Spielzeug arbeiten dürfen. Wäre natürlich dementsprechend cool. Würde ich mich sehr doll drüber freuen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Videopart wieder, wenn es heißt Let's Play Tomb Raider 2013. Hier bei Let's Play FK. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, dass wir noch ein bisschen was gegen das Lecken tun können. Es liegt natürlich daran, dass Fraps nicht ganz so mitarbeitet, aber so ganz fällt es ja auch nicht auf. Also macht es ja weiterhin Spaß, es zu spielen. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu hier bei Let's Play FK und der Lara Croft bei Tomb Raider 2013, die versucht, wieder nach Hause zu kommen. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.